Hier ist gartenvideo.com, mein Name ist Markus Kobbelt und unser Thema heute, wie schneide ich aufrecht wachsende Brombeeren? Aufrecht wachsende Brombeeren, noch nie davon gehört. Das sind die einfachen Brombeeren, ursprünglich aus Arkansas in den USA stammend, vor allem die Sorte Navajo, die einen aufrechten Wuchs haben. Damit kann man zum ersten Mal Brombeeren aufrecht kultivieren, so eigentlich wie eine Himbeere. Man kann das am Drahtgerüst machen und pro Laufmeter etwa 4-5 Ruten stehen lassen. Oder man kann das auch am Einzelpfahl oder am Bambus machen und pro Bambus oder Einzelpfahl 2-3 Ruten aufbinden. Also während der Vegetationsperiode lässt man die Rute wachsen und bindet dann im Herbst oder Frühling die Ruten an den Bambus, an den Pfahl ran. Dann im Frühling, frühen Frühling, Ende Februar, Anfang März, kürzt man alle Seitentriebe ein. Nur mein Mitarbeiter, der hier tätig war in den letzten Tagen, hat mir schon alles vorgearbeitet. Wahrscheinlich traut er mir nicht zu, das richtig zu machen. Also alle Seitentriebe werden auf 1 bis 2 Augen zurückgenommen. Warum muss man das machen? Wenn man das nicht machen würde, würden plötzlich auch die Seitentriebe zu Fruchten beginnen. Und hier aus den Blattknospen würden Fruchttriebe entstehen und das Ganze würde viel zu dicht werden, würde auch viel zu viele Früchte bringen und die Fruchtqualität würde sinken. Darum schneidet man alle Seitentriebe auf 1 bis 2 Augen. Hier sehen Sie es gut, hier ist ein Auge ganz am Anfang und hier ist das zweite Auge und hier habe ich geschnitten. Und hieraus entstehen dann die Fruchttriebe, die die Früchte tragen werden. Fruchttriebe entstehen aber auch direkt am Stamm. Hier raus. Und wenn wir jetzt alle diese Seitentriebe stehen lassen würden, würde der Ertrag zu groß und die Qualität zu schlecht werden. Vielfach hören wir dann während der Vegetationsperiode, vor allem bei der Sorte Navajo und bei den Nachfolgesorten von Navajo, bei den aufrecht wachsenden Brombeeren, sie würden zu lange. Sie würden 2, 3, 3,5 Meter hoch und die Leute fragen, ob sie sie während der Vegetationsperiode schon zurückschneiden sollen. Meine Antwort ist immer nein. Wenn Sie es während der Vegetationsperiode machen, dann regen Sie die Pflanze nur dazu an, dass sie noch mehr Seitentriebe macht. Und dieses Wachstum findet dann in der zweiten Hälfte der Vegetationsperiode im Sommer, Herbst statt. Die Triebe reifen nicht mehr richtig aus, die Pflanze verausgabt sich und es gibt mehr Winterschäden. Also tendenziell sowas nicht machen, einfach wachsen lassen und jetzt im frühen Frühling, Ende Februar, Anfang März, auf die Höhe zurückschneiden, die Sie haben wollen. Ja, wie hoch kann so eine Brombeere werden? Eigentlich ganz egal, so hoch, wie Sie es haben wollen, so hoch, wie Sie pflücken wollen, wenn Sie ohne Leiter an die Pflanze kommen wollen. Also ganz einfach. Wenn dann die Pflanze Früchte getragen hat, sie wird im Juli Früchte tragen, sie wird dann Ende August oder im September aufhören, Früchte zu tragen, dann können die alten Triebe gänzlich bodeneben entfernt werden. Bei den aufrecht wachsenden Brombeeren ist es allerdings besser, das nicht ganz bodeneben zu machen, sondern noch einen 10-20 cm hohen Stummel stehen zu lassen, damit dann im Folgejahr daraus wieder neue Triebe entstehen können. Schon in dieser Vegetationsperiode, wo diese Triebe fruchten, werden hier aus der Basis neue Triebe entstehen, die dann für den nächstjährigen Ertrag, für den Ertrag im Jahr 2010, also dieses Jahr plus ein Jahr, zuständig sein werden. Also das Schneiden, das Kultivieren von aufrecht wachsenden Brombeeren ist ganz einfach. Zum ersten Mal ist es möglich, Brombeeren nicht nur an einem riesen Gerüst, an einer riesen Wand, an einem Zaun zu halten, sondern Sie können Brombeeren auch im kleinen Garten, am Einzelpfahl, auf einem Quadratmeter, auch im Topf halten. Genau das ist mit Navajo und mit den neuen Navajo-Sorten möglich geworden. Das waren ein paar Tipps zu aufrecht wachsenden Brombeeren. Ich hoffe, Sie wieder hier auf gartenvideo.com zu sehen. Wie immer, wenn Sie nicht einverstanden sind, diskutieren Sie mit. Es ist gut, wenn Sie nicht alles glauben, was ich Ihnen erzähle. Und vergessen Sie auf jeden Fall nicht, weiterzugehören.